Video. Man kommt da nicht, ist denn... Scheiß Ingolstadt! Gurmler, Video, wichtig, ja, 6 Siege, Gurmler. Jo, servus, da bin ich wieder. Wahrscheinlich wieder nur sehr inkonstant in der nächsten Zeit, aber das kennt ihr ja von mir, ne? Ja, wo war der Typ? Ganz einfache Antwort, Community-Beitrag. Ich war verhindert die letzten Wochen. Aufgrund von vielen schulischen Aktivitäten und sonstigen kam ich leider einfach nicht dazu. Und diese gewissen Sachen mussten gescheit werden. Ihr wisst, ich bin in meinem letzten Schuljahr vorm Abi. Und ja, Schule hat Vorrang, ganz klar. Und wenn Zeit ist, ist auch mal wieder Zeit für den Jan und YouTube. Und das ist jetzt mal wieder. Verdammt, was ist passiert letzten Monat? Genau dann, wo ich keine Zeit habe. Und das ist eigentlich gelogen. Ich war 2-mal im Stadion. Ich hatte nur keine Zeit, Videos zu machen. Kriegt die Jan 11 einen so unfassbar geilen Lauf. Überrennt nicht den Oktober, aber überrennt ihn ergebnistechnisch. Mit insgesamt 18 Punkten aus 6 Spielen die maximale Punkteausbeute. Sowas gab's seit Jahrzehnten nicht mehr. Man mag es eigentlich kaum glauben. Letztes Jahr noch komplette Depri-Stimmung um den Club rum. Alles scheiße. War auch alles scheiße. Und jetzt ist man auf einer wirklich unbeschreiblichen Euphoriewelle. Wirklich. Auf den Match technisch schon recht glücklichen, würde ich sagen, Sieg in Aue folgte ein souveräner Heimsieg gegen Mannheim. Und daraufhin folgte ein grandioser Auswärtssieg im Audidorf. Ja, und das alles leider ohne den Kurmler. Sehr, sehr schade. Gegen Mannheim war ich im Stadion und gegen Lübeck. Ansonsten leider nicht. Ich wäre sehr gerne in Ingolstadt dabei gewesen, aber es ging einfach zeitlich leider nicht. Nach diesen wirklich unbeschreiblichen Szenen in Ingolstadt auch. Danke nochmal an Robert für die Bilder und an den Pyromeister. Folgten 3 Arbeitssiege, jeweils gegen Lübeck, Halle und Preußen Münster. Jeweils immer mit einem 2:1 für die Jahn 11 und dem mehr oder weniger glücklichen Ende. Jetzt vielleicht nicht gegen Halle, aber auf jeden Fall gegen Lübeck. Da war ich auch im Stadion, da war Lübeck wirklich nicht schlecht und da konnten wir uns mehrmals in diesem Monat bei Felix Gebhardt, unserem Keeper, bedanken, dass die Nullen nicht immer hinten stand, aber auf jeden Fall so die 3 Punkte immer jeweils mitgenommen werden konnten. Und so steht man tatsächlich nach 13 Spieltagen, also schon fast der Hälfte. Also es kommt einem schon fast so vor, weil es ist ja schon so kalt draußen mit Winterpause so. Aber ich glaube, vor einem Monat hätte sich kein einziger ausgedacht, dass wir hier irgendwie noch den nächsten Monat an der Tabellenspitze sein werden. Also unfassbar wirklich, was diese Mannschaft da aktuell leistet. Und das ist, finde ich, natürlich festzumachen an den Verantwortlichen vom Jahr. Einerseits an Achim Bayerlorzer, der wirklich einen goldenen Riecher bisher bei, ich würde sagen, nahezu allen Transfers hatte. Alle sind eigentlich komplett vom Charakter her da, integriert in der Mannschaft, wissen ihren Teil, ob sie eben nur in Anführungsstrichen jetzt mal der Backup sind, aber natürlich, sie fighten alle um die Startelf. Startelf ist variabel,
Systemwechsel können im Gegensatz zum letzten Jahr recht unkompliziert durchgeführt werden. 4-2-3-1, 4-4-2, so ziemlich alle, die von diesen Möglichkeiten da alle Varianten sind, zu beobachten aktuell. Und das ist höchst erfrischend, auch glaube ich für den neutralen Zuschauer. Auch was dafür spricht, dass es aktuell läuft. Wir haben keinen wirklichen Goalgetter. Dominik Kutter hat jetzt zum aktuellen Zeitpunkt 4 Tore, das ist der Topwert in unserem Team. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass wir aktuell natürlich einerseits nicht vom Verletzungspech betroffen sind, zum Glück, und dass auch nicht das Schicksal einer Mannschaft von einem Stoßstürmer vorne abhängt. 1860, Stolzmaß. Aber ich glaube auch einfach, dass nicht nur das System stimmt, die Einstellung stimmt einfach aktuell. Und ich glaube auch, selbst wenn es mal nicht laufen sollte, die Phase wird so 100% kommen noch irgendwann in der Saison. Wir haben wieder eine ungewöhnliche Ruhe drin beim Jahn. Und das ist wirklich überlebenswichtig. Das hat man gesehen, wenn nur ein kleines bisschen mehr Unruhe da ist. Beziehungsweise eigentlich übel viel Unruhe, so wie letztes Jahr. Dann kollabiert das gesamte System. Das Ganze lässt sich natürlich auch darauf zurückzuführen, dass bei uns nicht allzu sehr die Klatschpresse anwesend ist und wir natürlich auch mit höchst qualitativer Spieltagsberichterstattung auch für euch, schaut in der Beschreibung www.derjahnblog.de, da sein können und live immer vom Spiel berichten können. Zumindest ist es meine Einschätzung, weil an allen Standorten, wo die Bild hockt, no front, da ist Unruhe. Und zwar aber nicht konstant, aber da ist immer dann Diskussionsstoff am Start und das will ich einfach nicht haben hier bei uns. Aber jetzt nochmal zurück zur unglaublichen Euphoriewelle, die aktuell gesurft wird. Morgen geht's zu einem Spiel, wo ich unfassbar gern dabei gewesen wäre. Wo aber die Karten leider nach nicht mal 3 Minuten schon vergriffen waren. Im Grünwalder Stadion gegen den TSV 1859 plus 1. Ich bin gespannt, ob diese Surfwelle weitergeht. Ich würde es mir natürlich furchtbar wünschen. Ich wäre auch so unfassbar gern wirklich dabei gewesen. München ist ja auch mehr oder weniger so meine zweite Heimat. Aber so verfolge ich es jetzt eben von daheim und drücke unserer Jahn-Elf natürlich auch so die Daumen. Und an alle, die dabei sind, ich weiß, dass der Pyremeister zum Beispiel dabei ist, viel Glück und nur der SSV peitscht die Mann nach vorne. Nee, aber was wollen wir denn noch von der Saison erwarten? Ehrlich, ich bin mir nicht sicher. Der sofortige Wiederaufstieg, der wäre irgendwie zum aktuellen Zeitpunkt noch utopisch und vielleicht nicht sogar schon ein Ticken zu früh. Aber ich glaube, da würden andere Teams in der Liga alles tun, um wieder in die zweite Liga zu kommen. Und ich glaube auch, wir haben uns 6 Jahre in der Liga halten können, über der dritten Liga. Ich glaube, dann geht auch mit Perspektive auch so ein Aufstieg sehr gut in die Tüte, würde ich sagen. Ich glaube, da muss ich echt nochmal genauer mit Max, meinem Kollegen, / Vorgesetzten beim Jahrenblock, drüber reden, wie wirklich konstant dann auch schon unsere Strukturen wären. Weil natürlich jetzt auch in der Zeit, wo jetzt keine Videos kamen, das Nachwuchsleistungszentrum hat die bestmögliche Kategorie erreicht. Von der DFL heißt, wir kriegen jetzt noch mehr Kohle. Und natürlich können die Jugendspieler natürlich bestens ausbilden, ist ja klar. Aber nee, ich glaube, da müsste man sich mal wirklich genauer mit auseinandersetzen, wenn man weiter oben dran bleiben würde. Also zum aktuellen Zeitpunkt, man hat 7 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Ich glaube, bis zur Winterpause kann man sich da oben noch halten. Also keine Träumereien, aber es ist zumindest aktuell realistisch, ja. Und natürlich ist ja in der langen Abstinenz, wo ich jetzt nicht da war, einiges passiert. Ein Rasen-Gin
wurde präsentiert vom Jan. Muss ich mir mal gönnen, aber ich weiß nicht, ob da so wirklich der Unterschied mit destilliertem Rasenwasser aus dem Jahnstadion. Ja, kann man sich, glaube ich, streiten drum. Aber nichtsdestotrotz, wir richten den Blick wacker nach. Wahrscheinlich, wenn ihr es hört, heute. Ja. 14 Uhr ist Ampfiff im Grünwalder Stadion und es wird komischerweise nicht im BR übertragen, warum auch immer. Ja. Versteht keine Sau auf gut Deutsch. Na gut, es ist wie es ist. Alles morgen geben für den Dreier gegen 60. Wir haben nichts gegen die. Wenn ihr ausführliche Meinungen über 60 hören wollt, dann schaut mal in das dritte Liga-Ranking zusammen mit Tom, Nico und Leon. Das war ein richtig fettes Video. Schaut es euch an. Ist in der Playlist. Und in diesem Sinne, nur der SSV. Ich hoffe, ich kann jetzt wieder in der nächsten Zeit häufiger auch wieder zu euch sprechen und meinen Senf zu allen möglichen Jahnthemen abgeben. Und in diesem Sinne sehen wir uns eventuell vorm im Stadion. Oder irgendwann im nächsten Gaming oder was weiß ich Video. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal und ciao.